Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ich glaube, der Trophy. Lass uns Zeit. Ja. Ich dachte eigentlich, dass der Drache anfängt. Aber tut er nicht. Mann, das war ja ein cooles Rätsel in der Truhe. Mit dem Wasser. Ich habe gerade Angst, dass ich das irgendwie übersehen habe mal. Weil das irgendwie voll geil ist. Und das einzigartig war. Ich wette, dass wir nicht durch dieses Tor durchkommen. Echt. Gut, der Drache mischt sich noch nicht ein. Nicht noch sehr gut. Ich sehe da oben Winde von Hel. Ich suche, aber ich versuche die ganze Zeit diese scheiß Raben zu holen. Ne? Die sind so nervig, diese Kackviecher. Och, der letzte Troll. Oh, guck mal, wie traurig er ist. Soll ich mit der Axt gegen ihn kämpfen? Ja, ne? Alter, dieses Hurenvieh da oben, ne? Haben wir jetzt eigentlich das Ziel dann abgeschlossen? Ne? Nö. Ach, das war ein Oger, kein Troll. Und Vergessener. Vergessen und. Wir haben doch letzten. Ach, das war ein Seelenfresser, kein Vergessener. Okay, ja, okay. Gut. Warum kann man. Also hier ist safe ein Scheißvogel, ne? Da ist sowas von ein scheiß Vogel, ne? Ach, da können wir eh nicht lang. Wir müssen eh hier lang. Ich höre den so hart. Da ist safe ein Vogel. Ach, da hört man ihn. Wo bist du? Wo bist du? Sieht man ihn? Ich sehe ihn nicht. Da muss man rüber jumpen, dann sieht man den wahrscheinlich. Was macht der Junge? Er geht einfach da 300 Kilometer weiter oder was? Übrigens ist rot, dass der Drache nicht angreift. Finde ich ganz angenehm. Da ist er. Mistvieh! Nicht, dass wir den von hier aus treffen können, oder? Ne. Man hat eine Beschränkung leider. So, einmal mitgehen. Lass mich hoch. So, 50. Danke. Okay, hier ist aber sonst was. Hey, Chimba-Drache. Da ist er. Oder? Hm? Oder ich weiß es nicht.
Man kann es herausfinden. Eine schöne Angelegenheit. Ist doch egal. Hilfsbereiter sein jetzt, wo er sich das Leben befreit. Pass auf, Vater! Komm nicht voran! Leider! Geöffnet, ich weiß nicht wie. Ach so, hier hätten wir auch wieder aufschießen. Ja, okay. Ha, viele Steine hat verfallen. Den brauche ich noch. Alter, kannst du mal. Schade. Ja, toll. Das bin ich nicht viel. Danke. Gibt's denn irgendwo einen Scheißvogel? Wenn es eine Sie ist, ne? Dann ist sie doch bestimmt. Verrecke! Oh, lol. Du fressst sie gerne. Ja. Es kommt mir immer noch richtig vor. Ich hab den aus Versehen mitge... Oh, cool, der Schrein ist mitgegangen. Ey, kannst du mal ruhig sein? Na, spät. Hast Glück gehabt. So, ich geh jetzt hier durch. Okay, was ist das? Oh, geil. Verbrenne, du Misty. Sehr schön. So. Tür auf. Vogel. Oh, ja. Tatsächlich. Nur wo? Irgendwo da hinten, okay. Okay, okay. Alter, Alpha hat das Augenlicht. Töten Sie alle Raben Odins. Meine Fresse, hat das ewig gedauert. Meine Güte, ey. Hä? Oh, Odins Raben. Ach, hier sind die letzten zwei. Wir haben echt alle gefunden? Ohne einen zu verpassen? Wow. Okay, damit hätte ich never ever gerechnet. Aber cool. Konungsgard. Wie heißt das? Konungsgard. Cool. Nice. Boah, endlich diese scheiß Rahmen, ey. Aber es gibt noch zwei weitere hier. Gut, Junge. Zu wissen.
Nee, ja, Junge. Vater. Nee, Altvater. Was? Achso, da unten waren wir eben, ne? Was ist da? Ich bin jetzt einfach hier so weitergelaufen, ne? Ich bin gar nicht so... Ich müsste mir das mal anschauen, hier, was hier ist. Ist hier noch was? Nö, hier war nichts. Okay. Gut. So, Wissensmarkierung haben wir gegönnt. Auch die schon wieder. So, Tatzelwurm ist schon mal durch. Na komm her. Scheiße. Kannst du mal aufhören? Elektro, befreien wir ihn. Ja. Emil, warum wollte der Zwergenkönig diese Rüstung überbringen? Was ist besonders an ihm? Um die Vegratiker ranken sich viele Legenden. Eine verdächtige Anzahl sogar. Was es schwierig macht, etwas Genaueres zu dieser Rüstung zu erfahren. Noch ein Gerücht, das man immer wieder hört, ist, dass die Rüstung ultimativen Schutz gibt. Oh. Eine nützliche Eigenschaft für einen unbeliebten König. Dennoch ist dieses geplagte Land alles, was von ihm bleibt. Deshalb darf man Legenden nicht trauen, Junge. Also, worauf kann man vertrauen? Auf dich selbst, deine Augen, deine Instinkte. Vertrauen in Legenden ist ein Glücksspiel. Es zahlt sich selten aus. Wenn du es sagst... Die Junge wird einfach die ganze Zeit geröstet. Ich dachte, ich muss weiter. Ich hab mich verlaufen. Hä? Wo geht's hier lang? Ah, nee. Nee, wir waren schon richtig. Warte mal. Hier ist wieder so ein... Ach nee, das war das mit dem Sinn. So, was kommt jetzt? Wieder irgend so eine Scheiße. Mit Kämpfen. Wir sind drin. Komm noch jemand? Alles klar. Es geht los. Mir fehlt doch noch was. Ja. Ist das der... Nee, das ist da, wo wir eben lang gelaufen sind, ne? Ja, ja, okay. Boah, dieses Labyrinth hier ist so scheiße. Ich hasse es. So. Ich gehe jetzt in Drachen rein. Hä? Alter, dieses scheiß Labyrinth hier. Ich hasse es. Boah, ist das ein Abfuck. Dieses Labyrinth. Ich komme gerade echt nicht klar drauf, ne? So. Junge! Ja, Mann. Mach das Ding kaputt. Hopp. Hopp. Komm schon. Warum brauchst du so lange? Mach schneller, Junge.
Schuppe der Mächtigen. Ho! Ich habe schon wieder so einen scheiß Vogel gehört. Und sagt ihr wieder so, mein Schub der Stärke, ein Gesundheitsschub, wenn Kratos Gesundheit auf einem... Geil! Drachengefangene, Regins Feuer. Drachen befreien. Oh. Apropos Drache. Ach so, das war noch der... Ja, okay. Okay, wir haben noch einen komischen Scheißvogel befreit. Gut, das war dann aber hier. Aber der Zauber könnte ganz schön geil sein, ne? Schub der Stärke. Was haben wir denn hier? Brandschaden. Ah, ist geil. Gabe der Stärke, wenn... Oh, hohe Bonusaktivierungschance. Haben wir denn hier noch was? Rage, Ausweichen, Frostangriffe, Resistenz, Brandschadenresistenz, mehr Frostschaden als Damage, okay. Gewährt Festigung, explosives Dings nach einem Block. Ja, haben wir schon bekommen, glaube ich mal, den Widerstand. Aha, Leviathan-Auge, Ausweichen, Gabe, ja. Ist das hier, was wir bekommen haben, ne? Ruhe. Ach so, okay. Ja. Wo wurde das hier? Auf einen Schub der Stärke und einen Gesundheitsschub. Ist wahrscheinlich sogar besser als der Nebel Helheims, oder? Asgards Scherbe der Existenz ist doch genauso wie das eine hier, ne? Nur ein perfektes Siegel der Welt ist nur krasser. Ja, ist einfach krasser. Ja, okay. Explosionsschuss nach dem nächsten Block. Frostschaden, Vitalität 15, Alter. Das ist vielleicht ganz geil. Das ist unser Rage. Symbol des Herzens, toll. Stärke und ein Gesundheitsschub, das ist schon geil, ne? Aber das passiert halt nur zweimal, ne? Und ich weiß nicht, wie krass dieser Heilungsdings ist. Okay, es kann auch öfters passieren. Ich kann mich ja vielleicht durch den Dings heilen. Dann noch mit Rage mich heilen. Dann bin ich wieder aus dem kritischen Bereich raus. Wenn ich dann wieder kritisch kriege und dann mich nochmal heile, nochmal Rage. Könnte theoretisch klappen. Ja, Aura des Feuers. Es ist halt Aura des Feuers. Das ist halt fucking gut. Ich finde das eigentlich ganz schön geil. Geiler als das, was ich drin hatte. Brandschaden. Ja, ist halt auch... Ist halt auch geil, ne? Hier finde ich nur Glück. Das hier ist noch so ein kurzen Schub. Ich weiß nicht, ob das so relevant ist bei uns. Bei uns nicht vielleicht wirklich so hier Damage oder mehr Leben oder diese Festigung. Alter, plus 13, Alter, wir haben Runden fast voll. Oder das hier, das wäre auch geil, glaube ich. Sieht so krass aus, der hat einfach auf alles so gefühlt Stat-Bonus. Rundenkraft, Stärke und Abwehr, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Das Brandschaden-Ding muss einfach drin bleiben, glaube ich.
Ich habe hier noch Axtwürfe, finde ich eigentlich saugeil. Bringt mir bei der Valkyrie wahrscheinlich weniger. Obwohl die eigentlich gut Damage bekommt. Das ist sehr wichtig. Und die reduzierten Rage-Kosten, das ist auch wichtig. Was haben wir noch hier oben? Naja, das Ding, Schutz der Valkyrie auf jeden Fall. Und ja. Okay, das ist jetzt nicht so interessant bei der Valkyrie tatsächlich. Da könnte man wirklich überlegen, ob man nicht wirklich was anderes reinsetzt. Festigung. Ich weiß nicht, ob diese Festigung so geil ist. Mehr Frostschaden. Auch eigentlich gut, ne? Ja, ich bleibe jetzt mal dabei. Ich lasse es zwar so. Ist zwar blöd, dass wir das mit dem Helheim verloren haben. Ach, hier war die Kiste. Ich dachte, was ist das? Cool, wir haben uns wieder runterrollen können bei dem Ding. Nice. Hier. Okay. So, jetzt kommen wir wirklich in diese Kunundsgard-Festung, ja? Ziemlich runtergekommen hier drin. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Vielleicht weniger Ruinen. Vielleicht sieht es im Thronsaal besser aus. Aha. Ich höre einen Vogel. Aber erstmal den letzten Schrein hier. Hier ist noch eins. Starkadir. Wow, eine Menge Arme. Das kannst du wohl sagen. 6, 7, 8. Konnte er mit 4 Bögen gleichzeitig schießen? Er war Schwertkämpfer. Er hatte ja nur 2 Augen. Thor hat ihn wohl zurechtgestürzt. So etwas tut er. Oh, Alter, der hat ihm 2 Arme abgehackt. Alter, Thor sieht so winzig aus, ne? Können wir nicht Thor auch irgendwann mal killen? Das ist wahrscheinlich der Endboss. So, wo bist du hier, du letzter Scheißvogel? Verrecke! Endlich. Alle Odins Raben. Überall. Alle. Ja, endlich. Alle Odins Schatzraben. Oh, Gott sei Dank sind die endlich weg. So. Gut. Warum nie wieder auf diese Scheißviecher zu achten? Zeichen des Elements. Zuwachsrate. Das. Langweilig. Langweilig. So, was haben wir hier? Ey, da ist ein Vogel. Licht. Oh. Und der Typ hat noch was. Sind das eigentlich immer Zwerge, die hier so gammeln? Hörst du das? Nee, ich nein. Was hörst du, Junge? Jammern. Und Schreie. Sehr viele beruhigend. Leute. Ach, sind bestimmt bloß alte Geister. Opfer der Herrschaft des verrückten Zwergs. Sie werden lauter. Sie klingen fast wie... Hinläufer. Hey, sieh mal hier! Eine Blutspur! Die tödliche Griffe der Vitalität, Alter, was ist das denn? Auch noch keine Mensch. Keine Mensch. Blutspur. Ja, ja. Blut. Oh, da hinten geht's durch. Ah, Secret.
Sigrid überhaupt nicht unauffällig oder so. Alter, man sieht das so hart, dass es dahinter geht. Hier ist ein Durchgang hinter dem Thron. Ein Geheimgang. Tja, wäre wohl kein richtiger Thronsaal ohne Geheimgang. Ja, stimmt auch wieder. Ultimatives Opfer, Schrei der Unschuldigen, Zorn der Drachen. Junge, hierher. Ist das noch eine Schatzkarte oder ein Tagebuch? Ja. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Schön. Dann hast du es ja jetzt beantwortet für dich, weil du es mir ja nicht vorlesen willst. Diese Riesenschlange. Was du ihm abgenommen hast. Das müssen die drei mythischen Zutaten sein, die Brock gemeint hat. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in meinem ganzen Leben keine seltsameren Objekte gesehen habe. Wie sollen Brock und Sindri etwas bauen aus... was immer das ist? Unterschätze nie die Zwerge. Sie sind Mistkerle, aber äußerst geschickt. Sie haben mal aus dem Zahn einer Katze und Kugelspucke eine unzerbrechliche Kette gemacht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So geht die Legende. Von einem abgetrennten Kopf solltest du keine Fakten erwarten. Schwerer Runenangriff. Ein tödlicher Schmetterschlag, der einen kleinen Riss unter bis zu 4 Gegnern öffnet und dann daraus eine große Feuersäule. Was? Was? Steigert das Ausmaß der Feuersäule stark. Verdoppelt die Anzahl an möglichen Zielen von 4 auf 8. Ganz schön cool irgendwie, aber vom Damage her kommt das nicht, immer noch nicht hier dran an. Achso, das ist die Gabe des Apollo, die ich hier habe für die Heilung. Ja, ja. Bam, Junge. Das Halten lädt in irgendeinem Moment erzeugt einen Stärken. Täuben. Was soll ich denn mal machen? Gut. Mach mal, Das ist ja so einmalig. Ach, ich muss jetzt warten, bis die. Ja, ich muss jetzt warten, bis die aufgeladen ist, natürlich, bevor ich die wechseln kann. Geil. Haben wir eigentlich alles? Kunungsgard, nö, da fehlt. Was könnte hier noch fehlen? Wissensmarkierungen? Meldenriss vielleicht, ja. Elitische Gefallen 2. Achso, der Drache und der. Ja, der Zwergendix. Und das ist dann auch der letzte, der hier fehlt. Aber was fehlt hier noch? Ach, eine Truhe könnte hier sein. So eine Nordentruhe. Ich dachte gerade, was ist das denn da? Das ist einfach nur ein Ast. Ah, ja, das Ding meinte ich. Aha. CRN. Ich glaube, das muss ich mir wieder merken, ne? CR.
Naja, ich mach mal Schrottschluss hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns, ne? Tschüss.